Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier zu Projekt 2000 Ostdeutschland. Wir sind gerade in Chemnitz am Hauptbahnhof und der ist so ein bisschen frei interpretiert, muss ich zugeben, denn eigentlich liegt hier so ein deutlich größeres Gebäude über den Gleisen, das wir jetzt hier nicht darstellen konnten. Es ist wirklich ein bisschen frei interpretiert, dass wir hier diesen Bahnhof Düsseldorf genommen haben, aber es ist schwer, die Bahnhöfe so darzustellen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir erstmal den, behalten wir erstmal den, falls ich schon eine bessere Alternative finde oder so, oder ihr vielleicht noch eine bessere Idee habt, wie man den besser darstellen könnte, können wir ihn gerne nochmal umbauen, aber jetzt würde ich sagen, behalten wir erstmal dieses Gebäude. So, ich habe in dieser Folge, mache ich mal keine Mitfahrt, dafür wird es in den nächsten Folgen wieder einige Mitfahrten geben, aber ich möchte in dieser Folge ein bisschen was schaffen und da würde eine Mitfahrt ein bisschen stören, da ich jetzt so ein paar Projekte auch fertig bauen möchte, um dann dieses Offscreen-Schönbau-Ding mal zeigen zu können, was ich vorhabe, wo ich dann im Schnellvorlauf mal ein bisschen Schönbau mache an dieser Anlage und dann euch danach auch wieder einige sehr schöne Mitfahrten präsentieren werden können, hoffentlich. Deswegen diese Folge mal keine Mitfahrt. Was habe ich vor? Und zwar möchte ich als erstes in Chemnitz eine kleine Sache machen. In Chemnitz gibt es nämlich ein sehr interessantes System, was es mittlerweile in mehreren Städten gibt. Und zwar eine Straßenbahn, die auch auf Schienen fahren kann. Also so ein Doppelfahrzeug. Und da habe ich mir mal eine Strecke rausgesucht. Wir haben das natürlich nicht, das uns ist das nicht möglich, das so zu bauen. Weil wir dafür einfach, weil es nicht geht. Also wir können keine Straßenbahn auf die Schienen schicken und so. Aber wir werden das so ein bisschen andeuten und werden es doch eher wie einen Zug bauen, aber wir werden so eine Straßenbahn draufsetzen. Ich möchte es halt so ein bisschen andeuten und möchte die Sache auch nutzen, um ein bisschen das Land Chemnitz an den Hauptbahnhof anzubinden, da der Hauptbahnhof wirklich sehr nicht so günstig liegt, aber der ist halt ein bisschen, hätten wir den hier oben hingesetzt, das wäre überhaupt nicht gegangen auf den Berg, deswegen mussten wir den ein bisschen flacher setzen. Deswegen möchte ich jetzt hier so ein, zwei Bahnhöfe bauen, um den ganz einfach da anzuschließen. Ich habe mich da ein bisschen nachgeschaut, so ein bisschen wieder nach Bahnhöfen geguckt, was das für ein Bahnhof sein könnte da. Das ist auch eine Strecke, die ich jetzt deutlich verkürzen werde, wie sie im Original ist. Aber wie gesagt, ich versuche das ja alles nur ein bisschen anzudeuten. So, ich wollte zum Regiobahnhof, ne? Zum Regionalbahnhof. Da haben wir eben einen mittleren Regionalbahnhof, 80 Meter, ist schon alles super eingestellt. Den wollte ich nämlich einmal hier hinsetzen. Hier? Ne, ich wollte da hinten noch einen hinsetzen. Dann würde ich sagen, hier irgendwo hin. Hier so? Ja, hier so wird es doch gehen. Dann haben wir einen sehr großen Teil der Stadt schon abgedeckt. Und den nächsten Teil decken wir dann halt mit dem letzten Bahnhof ab. Da würde ich ganz gerne den hier nehmen. Wo haben wir den Kopfbahnhof? Würde ich nicht nehmen, da es eigentlich auch ein Kopfbahnhof ist. Lass uns hier einfach mal. Ach, den können wir gar nicht eingleisig nehmen. Ja, dann nicht. Dann lass uns was anderes Eingleisiges nehmen. Vielleicht den eingleisig. Geht, das geht. Schauen wir, wie der 80 Meter aussieht, den eingleisig. Es hat wieder dieser. Aber die Automaten, die sind ja durchaus mal anderfarbig, da das ja jetzt keine deutsche Bahnautomaten sein dürften. Aber wir haben halt nicht so viele Bahnhöfe. Leider nicht die Automaten zu vielen Verkehrsverbund. Das tut mir leid. Das ist. Wenn jemand Lust hat, Automaten für jeden Verkehrsbund zu modden, sehr gerne würde ich mich darüber freuen, aber sonst müssen wir halt mit dem Vorlieb nehmen, was wir haben. So, ich hätte jetzt gedacht, wir setzen mal hier so hin, dass wir hier so ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen, ja, komm, das passt mal so. Da haben wir eigentlich alles abgedeckt. Dann wollen wir den auch mal anschließen. Nehmen wir hier irgendwie so eine, kann nicht zu schnell hier, 80 oder so, dass hier nicht zu schnell fährt. Weil das ja auch keine schnelle Bahn ist. Ich glaube, mehr schafft die auch gar nicht, die ich da vorgesehen habe. Ist ja eigentlich eine Straßenbahn, die es ja auch verschiedene gibt. So, wir müssen hier hinten rum. Was interessant wird. Bisschen bergig hier. Ich würde eigentlich ungern in den Tunnel gehen, muss ich dazu sagen. Da müssen wir ein bisschen Landschaft gleich wieder ordnen. So, ein bisschen so. Dann einfach den hier. Geht nicht. Will er nicht machen. Bisschen runter vielleicht, so das gesamte Gebirge ein bisschen runternehmen hier. So. Ich weiß gar nicht, ob Chemnitz wirklich so bergig ist. Ich glaube gar nicht, weil das ist halt, weil das hier so in die Berge reingebaut ist. Kann ich nicht sagen, ich war noch nie in Chemnitz. Müsst ihr mir sagen, falls ihr vielleicht aus der Nähe kommt oder schon mal da wart, ist Chemnitz wirklich so bergig, wie es im Spiel dargestellt ist oder nicht? Ich meine, das ist ja. Ich glaube, es nennt sich Sächsische Schweiz, ne? Das Gebiet hier auch so rumherum, so hier hinter. Aber ich weiß nicht, ob Chemnitz da schon drin liegt. So. Dann lass uns hier mal das zweite, das wollen wir zweigleisig bauen oder nur eingleisig? Ne, wir bauen bis zum. Bauen wir mal zweigleisig.
So, sehr gut. Sieht aber irgendwie komisch aus hier. So. Dann würde ich das hier nochmal wegreißen, damit wir diese Steine hier aus dem nochmal wieder wegnehmen können. Können wir nicht. Dann mal alles noch ein bisschen zurück hier. So. Das ist mir alles so ein bisschen zu sehr. Viel. So, zack. Und dann können wir gleich nochmal das Gleis hier auch nochmal wegnehmen, um die ganz einfach Gleis diese komischen Steine da zu kriegen. Die Steine mich wirklich ein bisschen. So, den schließen wir da an. Und den schließen wir hier. So, ein paar Signale. Wollen wir hier so Straßenbahnsignale mal setzen? Das ist ja keine Straßenbahnstrecke eigentlich, aber ist ja Stadtbahn, ne? Ja, lassen wir machen. Stadtbahnsignale. Auch wenn es vielleicht nicht super realistisch ist, aber gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Züge wir da jetzt einsetzen werden. Wir werden jetzt bei uns zum Hauptbahnhof fahren lassen. Wie gesagt, die Strecke geht eigentlich nicht nur bis hier, die geht nämlich vom... Hier hinter werden nämlich noch zwei Haltestellen, einmal der Zentralhaltestelle und der Technopark, wenn ich mich nicht irre, die wir jetzt mal weglassen von dieser Linie, die ich bauen werde. Dies wird die C15, die eigentlich bis nach Hainichen geht. Die werde ich jetzt hier mal zumindest mit zwei Stationen andeuten. Ganz einfach, um die Chance auch zu nutzen, das perfekt zu bauen. Steigung zu groß, das ist blöde. Da müssen wir ein bisschen ausholen, müssen wir hier so ein bisschen Trick 17 machen. Dann vielleicht so. Ach, geht immer noch nicht. Ja, vielleicht so. Das war so. Dann bitte runter aber. Runter. Ja. Dann so. Ja, jetzt könnte es gehen. So könnte es doch laufen, würde ich sagen. Jetzt müssen wir natürlich wieder hier alles angleichen. Das ist ein bisschen doof. So. Landschaft verhunzeln hier wieder. Alles wieder schön. Also nach wieder schön gerade machen, nachdem wir es hier ein bisschen verhunzelt haben. Interessantes Wort. So, ja, möglichst kleiner Radius und dann so, das geht doch sehr gut. Dann so. Und dann würde ich sagen, binden wir das hier so vorne an. Also wie gesagt, das gibt es mittlerweile in mehreren Städten, dass es so eine Schienen-Straßenbahn-Kombination ist. Also dass die auf dem Straßenbahnnetz fahren können und auf dem Schienennetz. Was ich echt eine ganz coole Idee finde, eigentlich. Und... Das wollen wir hier mal ein bisschen darstellen. So. 80 war ja das Gleis. Da müssen wir noch darauf achten, wenn ich die nächste Strecke baue, dass ich die ganze Strecke wieder auf 80 setze. Das würde ich mir glatt zutrauen. So. Ja. Brauchen wir mehr Signale eigentlich nicht. Wir setzen da eh nur zwei Züge ein. Erstmal, weil das eine sehr, sehr kurze Strecke ist natürlich. So, dann würde ich sagen, setzen wir erstmal hier ein Depot hinter. Wir werden das bestimmt noch nachher nochmal umbauen, wenn wir hier auch die anderen Züge durchschicken und so. Hallo? So jetzt. Das wird nochmal alles wieder umgebaut. Das ist hier erstmal nur, um so ein bisschen anzufangen. Dass wir hier zum Beispiel im Gleisvorfeld ein kleines bauen vielleicht. Und hier später auch noch was mehr hat. CETD soll gar nicht in Chemnitz halten, glaube ich. Den werde ich hier trotzdem einsetzen, aber den werde ich, glaube ich, nur in Dresden und Nürnberg halten lassen. Aber ich möchte hier gerne den Intercity in 600, also den 612er in Intercity Lackierung auch als Intercity fahren lassen. Und den werde ich wahrscheinlich dann auch in Chemnitz halten lassen. So, ich wollte mir jetzt die Regiotram raussuchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die reingeladen habe. Wäre jetzt wieder ein super Fail, wenn ich die jetzt gar nicht drin habe. Regiotram. Wo haben wir sie denn? Ah, sie, da ist sie. Zur T-Tram-Version. Sehr gut. Man kann auch hier, das ist übrigens wieder vom Mario... Der heißt gar nicht mehr Mario Gaming, habe ich vor kurzem gesehen. Mario Rama, Mario Rata, ich weiß es nicht, habe ich mir nicht gemerkt, Entschuldigung dafür. Aber der hat diesen Mod wieder, ich weiß nicht, ob er ihn erstellt hat oder ob er ihn die Zug nur in von einem Zug in eine also von einem Straßenbahn in einen Zug verwandelt hat. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall von ihm stammt dieser Mod und da kann man auch den Zug in die Zugzielanzeige verändern. Da habe ich mich aber noch nicht so wirklich mit beschäftigt, wie das geht. So, wir wollten die Linie aber sollten wir nochmal benennen. Sonst vergesse ich das nachher. Schiene, Linie 7 war das, ne? Genau, Chemnitz, dann lass uns die Bahnhöfe nochmal umbenennen. Zentrum, nein, das wird der Bahnhof halt mir aufgeschrieben, wieder in Hilbersdorf.
also oft so ein bisschen geht es in die Richtung, normalerweise geht die, glaube ich, so hier raus und geht dann hier, wo müsste dann Heineken liegen, wenn ich mich nicht total irre, aber wir müssen das ja auch so ein bisschen sinnvoll machen, damit auch Leute zusteigen in die Bahnhöfe. Und Niederwieser. Wieser. Niederwieser. Sehr schön. Und dann... Da können wir das auch mal nehmen, also C15. Wie gesagt, das ist eine sehr verkürzte Variante vom Chemnitz HBF nach wir brauchen Nachbauen, wenn ich schreiben, lass uns da lieber diesen üblichen Strich machen. Hilbersdorf. So. Vielleicht werden wir diesen, wenn Chemnitz sollte das nur ein bisschen weiter wachsen, dass wir vielleicht diesen Technopark, Technopark, das von Technologie kommt das, nicht von der Musikrichtung, Technopark oder die Zentralhaltestelle vielleicht nochmal nachbauen, um da auch einen Busumstieg zu ermöglichen. Aber dafür würde ich sagen, muss Chemnitz erstmal noch ein bisschen wachsen und vielleicht auch in diese Richtung. So, dann würde ich sagen, dann können wir den Zug jetzt auch losschicken. Die Linie fuhr gar nicht zum Technopark, das war eine andere Linie. Quatsch, hab mich vertan, ich hab mich vorhin ein bisschen reingelesen. Sehr kurz, ne? 30 Leute, aber ist in Ordnung, finde ich. 2. Ja. Finde ich aber, sieht gut aus. Kann man so machen. Wir hätten auch... Warum nutze ich eigentlich nicht diese neuen Bahnhöfe? Vielleicht werde ich die Bahnhöfe nochmal umbauen. Wir haben doch neue, super neue Bahnhöfe von, auch vom Mario Gaming. Oder wie er jetzt auch immer heißt. Ich habe mir den neuen Namen nicht gemerkt. Da gibt es auch super schöne neue kleine Bahnhöfe. Vielleicht kann ich hier auch nehmen. Das werde ich mir jetzt... die habe ich aber, glaube ich, in der gar nicht installiert. Ha! Siehst du mal? Vielleicht werde ich das nochmal umbauen. Das werdet ihr dann aber sehen. Jetzt wollen wir hoffen, dass vielleicht der eine oder andere dann auch hier mitfährt. Ich glaube, das wird erstmal reichen mit diesen beiden Fahrzeugen hier. Obwohl... Ein drittes können wir noch einsetzen. Komm, die sind fast mit 30 Leute rein, da wollen wir wirklich noch Kontakt nehmen. Was sagt denn der Takt im Moment? 78 Sekunden, ja komm, ein, dass wir 60 Sekunden haben. Das ist schon in Ordnung. Dann noch ein kleiner. Da haben wir die falsche Version genommen. Ach, es gibt doch eine zweiteilige Version. Ach, wollten wir nicht die lieber nehmen? Würde ich glatt sagen. Dann lassen uns die anderen beiden mal gleich wieder ins Depot verschwinden lassen. Wenn die einmal angekommen sind, komm dann mal hier. Kriegen wir den jetzt noch umgedreht und dann wieder Nee, wir müssen den wieder auf die Strecke schicken, um dann... Ha! Dann müssen wir ihn ins Depot schicken und verkaufen. Sehr gut. Und den anderen, wenn der da hinten ist, auch wieder verkaufen. Jetzt will ich mir die anderen Züge mal angucken. Die sind nämlich länger. Ich fand die anderen nämlich ein bisschen zu kurz. Sind die länger? Ne, sind sie gar nicht mehr. Lol. Ich dachte, die wären länger, oder? Ich nehme mal lieber die mit 50, dass ein paar mehr Leute reinpassen. Das ist natürlich jetzt blöd, dass der hier feststeckt. Dann machen wir es so, dann hängen wir hinter die Bahnhöfe auch noch ein paar Signale, auch wenn es nicht ganz realistisch ist. Machen wir das jetzt einfach mal, um denen jetzt die Möglichkeit zu geben. So, perfekt. Und dann geben wir denen auch die Möglichkeit, dann da ins Depot zu fahren. So, dann haben wir das schon mal. Das war Teil 1 dieser Folge, 14 Minuten 6. Teil 2 ist, wir wollten die Strecke Leipzig Zwickau bauen für die S5X über Altenburg, was wir darstellen werden, wo ich mir, wie gesagt, schon ein klein bisschen was vorbereitet habe, was ich dann offscreen ein bisschen bauen werde. Das eins habe ich schon mal angedeutet, das kann ich euch mal sagen. Auf dieser Seite kommt ein kleines Bergwerk oder ein kleines Kohlebergwerk, was es auch wirklich in dieser Region gibt. Und auf der Seite gibt es halt mehrere kleine Seen und an den einen See kommt eine Kleinigkeit, die ihr vielleicht bei dem anderen, ein oder anderen Let's Player schon gesehen habt, wo ich mich auch mal erkundigt habe. Also das gibt es da wirklich, liegt nicht so ganz an der Bahnstrecke, aber da habe ich ein bisschen geguckt, dass das auch ein bisschen realistisch ist. So,
Wir müssen so ein bisschen hier hinten lang, weil wir von da aus in den Zwickauer Bahnhof gehen. Wir wollen mal gucken, was wir von dem Zwickauer Bahnhof für ein Bahnhofsgebäude nehmen. Jetzt muss ich überlegen, was ich da... Ich hatte auch schon mal nachgeguckt, wie der Zwickauer Bahnhof aussieht. Ich mache das mal ganz unprofessionell. Ihr seht das ja eh nicht. So. Zwickauer Hauptbahnhof. Ich habe nämlich schon mal nachgeguckt. So. Flach. Mit so einem Gebäude. Vielleicht nehmen wir... Also, es ist ein bisschen dunkler. Oder wollte ich da den Bahnhof nehmen? Kann es sein, dass ich in Zwickau eigentlich diesen Bahnhof nehmen wollte? Weil das sieht nämlich eher nach Zwickau aus, was ich da eigentlich bauen wollte. Ha! Ich glaube, ich habe den falschen Bahnhof gesetzt. Aber ich würde ihn jetzt erstmal trotzdem lassen. Dann lass uns hier mal gucken, was wir sonst noch so haben. Den hier nicht. Den würde ich auch für Schwerin behalten. Und der sieht jetzt auch nicht aus wie der Zwickauer Bahnhof. Deswegen vielleicht... Das ist zu modern eigentlich. Das ist zu altbacken. Er ist nicht zu altbacken, aber es passt einfach nicht. So, nein. 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 Ich wollte den Bahnhof eigentlich für Zwickau nehmen, da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist so, es ist ein bisschen modern. Das sieht irgendwie 70er Jahre aus oder so, das Gebäude. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es nicht danach aus. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas vielleicht Pip-Pop-Hessenes hierbei? Nee. So weiß ist es auch nicht. So ein Gebäude war es auch nicht. Was nehme ich da jetzt für einen Bahnhof? Sollte, entscheiden Sie sich jetzt. 1920, nein, 1990. Ja, nee, es ist halt eine ganz andere Farbe normalerweise. Bin mir wirklich gerade unsicher. Oder wir nehmen ein bisschen, wirklich ein bisschen moderneren wieder. Das, normalerweise sieht das ganz anders aus, das Gebäude, aber es ist halt schwer darzustellen, deswegen habe ich mich jetzt gerade für diesen Bahnhof entschieden. In Zwickau habe ich gelesen, dass der Bahnhof sich wirklich ein bisschen außerhalb der Stadtgrenze befindet, also ein bisschen südlicher. Deswegen können wir den, glaube ich, auch so ein bisschen außerhalb setzen hier. Wir müssen dann halt wieder eine Buslinie oder so bauen. Vier Gleise, es gibt wohl, glaube ich, auch mehrere Bahnen. Vielleicht können wir hier auch nochmal eine eigene Zugstrecke nach Zwickau reinbauen. Das werden wir dann sehen. Oder so wie Straßenbahn oder so. So, dann würde ich sagen, brauchen wir hier... Lass uns mal Durchgangsgleise machen. Ja, weil wir schon in Dingskanne haben. In Chemnitz. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier zwei Durchgangsgleise. Und dann hinten noch... Wie viele Gleise nehmen wir? 6, oder? Wie viel brauchen wir... Lass uns mal 6 nehmen. Wir werden hier Mitteldeutsche Regiobahn wird hier enden. Dann wird gleich noch ein Zug aus Richtung Bayreuth. Die S5X. Und ein Intercity. Das heißt, diese Anzahl an Gleisen ist schon ganz gut. Lieber ein Gleis zu viel als zu wenig, meiner Meinung nach. Terrangleichung. Ja, wir setzen ihn jetzt voll in die Erde hier. Lass uns mal irgendwie da reinsetzen, hätte ich jetzt gedacht. Dass wir nicht zu weit von der Stadt weg sind. Gleichung ist möglich. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig, hier eine Stelle zu finden, um den Bahnhof wegzusetzen. Nein, 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 nein. Hinten links irgendwo, und daher hier unten, aber das ist ja schon wieder völlig irgendwo anders. Überhaupt nicht im Stadtgebiet. Oder wir bauen ihn wirklich hier so rein. Vielleicht kommen wir da irgendwie ran. Ich hoffe, jetzt verschwindet natürlich wieder die Hälfte der Stadt und wahrscheinlich kriege ich ihn nicht mehr dahin. Komm, bitte, bitte, da. Ha! Das ist gut, die Stelle. Jetzt müssen natürlich die Bahnstrecke ein bisschen so kreuz und quer Richtung Chemnitz ein bisschen hier durchgehen lassen. Aber ich glaube, es ist auch ganz schön hier dran vorbei und dann hier durch. Das kann man machen, denke ich. So, dann brauchen wir jetzt die Strecke von Leipzig nach Zwickau, die auf jeden Fall elektrifiziert ist. Im Gegensatz zu der eigentlichen Chemnitz-Strecke.
ist diese hier elektrifiziert und wir haben ja die Chemnitz-Strecke trotzdem elektrifiziert gebaut. Das ist hier so ein bisschen wieder Eigeninterpretation, aber diese Strecke, wie gesagt, ist elektrifiziert. Jena, Leipzig. Wir müssen ankommen. Lass uns erstmal Altenburg bauen, um zu wissen, wo wir das hier setzen. Altenburg werden wir natürlich manuell bauen. Das wird wieder so ein Bahnhof, den wir manuell dazu bauen. Da können wir nämlich auch einen Zug aus Erfurt enden lassen. Es gibt nämlich einen Regionalexpress von Erfurt über Jena nach Altenburg. Den werden wir hier auch nachbauen. So, Haltepunkt Neustadt. Ja, nee, ich suche jetzt eigentlich... Ich muss Altenburger Hauptbahnhof mir mal angucken. Ha, ich bin wieder unprofessionell und nicht vorbereitet. Ich schaue mir die nochmal ganz kurz an. Und auch den habe ich mir schon mal angeguckt. Ha, Altenburg Bahnhof. Ist das das richtige Altenburg? Es gibt ja mehrere. Nehmen wir mal Altenburg-Sachsen, ne? Ist das noch Sachsen? Oder ist das... Das war irgendwie eine Grenze zu Thüringen, aber ich glaube, es ist noch Sachsen. Sachsen Hauptbahnhof, genau. Ich hoffe, das ist das richtige Altenburg. Ja, das sieht sehr gut aus. Das sehe ich nämlich gerade schon. Die Hamsterbacke. Altenburg. Zeitz Altenburg. Nein. Das ist ein Schloss. Das ist ein sehr altes Gebäude, was sehr, sehr cool aussieht irgendwie. Das Gebäude. Also Altenburg hat einen schönen Bahnhof, muss ich gerade feststellen. Jetzt muss man nur entscheiden, was wir da für ein so Türmchen und so. Aber da habe ich leider nichts, was dem wirklich gerecht wird. Also wirklich ein sehr schöner Bahnhof, finde ich gerade ein bisschen beeindruckt. Lieber Altenburg, ihr habt einen sehr schönen Bahnhof, aber ich würde einfach mal in die Richtung gehen. Also so mit den Türmchen und so, da ist zwar nur ein Turm, aber so ungefähr. Dass wir so ein bisschen Eindruck haben. Was brauchen wir denn da? 4 Gleise. Original hat wahrscheinlich mehr Gleise, aber original haben die Bahnen für immer mehr Gleise, als ich sie baue. Also wir haben sie gar nicht. 4 Gleise, ich glaube, ist schon ganz realistisch. Lass uns mal 4 Gleise nehmen. Durchgangsgleis brauchen wir eigentlich nicht, oder? Lass uns mal trotzdem eins bauen. Ein Durchgangsgleis vielleicht. So, oder 3 Gleise. Geht das? Können wir 3 Gleise bauen? Können wir. Nee, dann geht das mit dem Durchgangsgleis wieder nicht. Dann lass uns bei 4 Gleisen bleiben. So. Den würde ich dann glatt hier irgendwo hinsetzen. So, dass wir hier die 2 Strecke bauen können. Und dann den hier irgendwo ransetzen. Vielleicht sogar direkt an diese Straße, dass wir die hier wegreißen und dann die ein bisschen verlegen. Und dann rund um den Bahnhof sogar ein bisschen Verkehr zu haben. Ich weiß gar nicht, ob das geografisch jetzt passt. Ob das ist ja relativ da an Zwickau dran und weiter weg von... Sachsen, von Zwickau. Weiter weg von. Ich kann nicht reden. Es ist ungefähr auf der Hälfte der Strecke. Ich würde jetzt sagen, vielleicht sogar wirklich ein bisschen näher dran an Zwickau. Deswegen ist die Position dieses Bahnhofs vielleicht gar nicht mal so unschön. Chemnitz, da haben wir Zwickau. Das ist Jena. Wir wollten auch nicht zu nah an Jena ran. Deswegen würde ich sagen, hier irgendwo, wo wir ein bisschen gerade noch sind, das ist gut. Hier. Lass uns hier den Bahnhof hier hinsetzen, würde ich sagen. Ja. So, dann haben wir hier den Bahnhof Altburg. Und jetzt sag nicht, dass das Spiel abgeschmiert ist. Doch, ist es gerade. Ist es wirklich gerade. Ich habe jetzt nicht korrekt verbunden und das Spiel ist weg, oder? Ist noch da? Also vermutlich ist es weggeschmiert, oder? Also ihr seht es noch, doch es ist gerade weggeschmiert. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich weiß nicht, was er gespeichert hat. Das werden wir gleich sehen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe den Bahnhof doch hinsetzen können, wie ihr sehen. Und irgendwie hat das mit dem Durchgangsgleis nicht funktioniert. Ich vermute, dass es am Durchgangsgleis lag, dass es nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch... wollen wir es mal riskieren? Ob es daran vielleicht liegt? Nee, daran liegt es zum Glück auch nicht, dass wir hier den zweiten Straßenanschluss haben. Sehr cool. Ja gut, dann haben wir den Bahnhof von Altenburg auch gebaut und können dann jetzt das Ganze anschließen. Ich würde sagen 160, ja, schafft die ja eh. Wir werden da vermutlich
mal wieder den Taurus einsetzen mit Doppelstockwagen auf der Strecke, weil wie gesagt der Talent hier ein bisschen flackert. Und die haben wir auch schon eingesetzt, ein Talent auf der, glaube ich, auf der S3, haben wir ja auch auf der Mitfahrt gemacht vor wenigen Folgen, mit dem flackernden Talent. Aber ich würde sagen, jetzt setzen wir mal wieder den Taurus ein, wie auf der S3 war das, genau, auf der S3 ist der Taurus und ich weiß gar nicht, welche Linie war da noch, lass mal ganz so nachschauen, welche Linie hat er noch gebaut, die S6 war, wo der Talent fährt, genau. So, dann würde ich sagen, geht es weiter in, ja, wir müssen so ein bisschen hier ran vorbei, ich würde nämlich hier ganz gerne was bauen, ich würde das nicht zu groß bauen und die Bahnstrecke soll direkt daran vorbeigehen, deswegen würde ich eventuell ein bisschen einen kleinen Bogen machen. So ein bisschen so, erstmal so möglichst, wir können auch erstmal gerade bauen, das ist ja gar kein Problem, wir erstmal eine gerade Strecke hier bauen. Und dann so, vielleicht so ein bisschen nach links, ganz leicht, nicht zu stark. Ich muss da ein bisschen aufpassen, dass wieder so eine Huckepiste wird, aber die Landschaft ist ja auch relativ gerade, was ganz gut ist. Nicht so wie zwischen Riesa und Leipzig, wo wir dann hier so eine Berg- und Talbahn gebaut haben. Hier muss ich dann so ein bisschen aufpassen, dass mir das nicht zu heftig passiert. Dann können wir ein bisschen aufschütten, das können wir immer noch korrigieren. Dann würde ich sagen, gehen wir langsam in die Gegenkurve wieder, sodass wir da hier so das ranbauen können. Das ist eine ganz gute Sache. Und wir bleiben bei den 160 bei Höchstgeschwindigkeit, auch auf der Strecke, als Streckengeschwindigkeit, so rum, dass wir nicht zu langsam werden. Das Problem ist, jetzt kommen wir so ein bisschen an und dann hier rein. Jo, das sieht doch gut aus. Machen wir hier wirklich einen kleinen Bogen. Aber ist gar nicht schlecht. So ein kleiner Bogen. Ganz einfach, dann können wir das hier super, haben wir super Platz hier, ganz entspannt unser Bergwerk zu bauen. Auf der rechten Seite auch ein bisschen Platz für die Seen und die weiteren Sachen, die da noch gebaut werden. Oder die weitere Sache. So. Könnt ihr mir ja dann gerne mal vor allen Dingen in dieser Spezialfolge, beziehungsweise es wird ja keine Folge richtig, es ist ja so ein Speed, wo ich einfach das aufnehme und dann schneller ablaufen lasse, wie das ist ja schon mal, hätte ich was gesagt, Speed Art, aber ich will es nicht als Kunst bezeichnen, was ich hier mache. Speed, ja, Schnellvorlauf. Im Schnellvorlauf seht ihr dann, wie ich das baue. So, jetzt müssen wir hier noch Richtung Zwickau. Wir würden, denke ich mal, hier außen rum und dann hier durch und dann hier hinten lang. Okay, gut. Wollen wir nicht von, ich glaube, wir wollten eigentlich von der Richtung hier kommen. Dass wir so ein bisschen von hier kommen. Können wir auch machen. Dann lass uns von hier eine kleine Kurve bauen. 58. Ja, und dann hier ein Tunnel. Ja, wir können hier auch durchgehen, denke ich. Dann müssen wir es vielleicht ein bisschen angleichen wieder. So, wo haben wir Altenburg? Da. Gut, dann können wir hier links dran vorbeigehen. Würde ich sagen. Ja. Müssen dann ein bisschen nochmal gucken, dass wir ein bisschen die Ränder noch angleichen. Aber das wäre auch so eine Offscreen-Arbeit, die ich noch Offscreen machen kann. Wie gesagt, es geht jetzt erstmal nur um die grobe Strecke. Groben Streckenverlauf. Und dann gehen wir hier links entlang und dann hier über die Straße, würde ich sagen. Gibt es hier nur einen Bahnübergang. Dann sind wir auch gleich schon, haben wir gleich schon die Strecke dann auch fertig. Und dann freue ich mich schon sehr, dass wir mit der S5X immer mal langfahren. Das finde ich dann echt super. So. So. Perfekt, dann haben wir das schon mal angeschlossen. Und dann würde ich sagen, können wir auch gleich schon die Folge beenden, ehrlich gesagt. Wir können schon mal ein bisschen was schon mal machen hier. Weil das hier hinten ist schon ein bisschen unschön hier. Da können wir ein bisschen ran. Bisschen das nicht ganz so heftig haben. So. Dann würde ich sagen, haben wir das schon mal fertig und dann schaue ich mal, womit wir die Folge beenden. Mit welchem Zug? Vielleicht mit einem
Taurus. Hätte ich jetzt gerade gedacht. Haben wir gerade da drin stehen? Jopp, da steht doch schon einer. Mal gucken, ob der mit dem Triebwagen, mit dem Steuerwagen zuerst oder mit dem Taurus zuerst fährt. Ich glaube, der wird noch wenden gleich. Oder ja, mit dem Steuerwagen zuerst. Verabschieden wir uns. Oder verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, da werde ich... Bis dahin, macht's gut. Und schaut vielleicht auch mal in diese kleine Schnellvorlauf meines Schönbaus rein. Und sagt mir, was ihr davon haltet.